Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Luca fragt. Und diesmal ist es Jay Luca fragt. Ich habe euch schon ein paar Mal gesagt, dass der Jay Luca mich unterstützen wird in diesem Interviewformat. Und ich finde, er macht es ganz gut. Und er hat mit Jasper das Interview geführt. Und jetzt würde ich euch sagen, viel Spaß mit diesem Interview. Hi ihr Lieben, und hier sind wir wieder zu einem neuen Interview und mein Interviewpartner wird sich jetzt auf jeden Fall erstmal vorstellen und dann legen wir los. Also ich bin der Jasper Finn, bin 21 Jahre alt und komme aus Saarbrücken. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mit der ersten Frage an. Was war deine allererste männliche Erinnerung? Boah, meine männliche Erinnerung, das war eigentlich schon im Kindergarten so rum. Also ehrlich gesagt, es war schon so im Kindergartenalter halt schon so. Also ich habe immer auf Mädchen schon gestanden. Ich fand auch Mädchen anziehender als Jungs oder so. Ich habe auch viel mehr mit Jungs gespielt, also selbst im Sandkasten oder so. Also ich habe immer eigentlich mich vom Puppen ferngehalten. Ich hatte auch mal eine Situation, da ging mein Mädchen auf dem Kindergarten sehr auf den Sack. Ja. Da wollte ich mir unbedingt die Puppe in die Hand drücken und ich habe vor ihr die Puppe geköpft und die ist schreiend weggelaufen. Okay. Und dann ist eine Mädels immer weg gewesen von mir. Okay. Es war genauso ein Mädchen, wollte mich immer knutschen und dem habe ich dann immer in den Finger gebissen, weil ich es nicht wollte. Ich war immer so der kleine Rowdy eigentlich. Ja, man merkt. So, es war auch mit der Kleidung so zum Beispiel. Meine Mutter hat das auch immer gemerkt. Ich wollte halt immer so, ne, geschlechtsneutrale Farben, ne, also wie Jungsfarben oder sowas aussuchen, ne, weil früher gab es immer die Farbenschema, ne, blaues Jungsfarbe, ne, und sowas. Und meine Oma war halt immer so, boah, nee, komm, zieh ein Kleidchen, Röckchen. Ich, das war für mich die Hölle. Ich habe das für meine Oma wirklich getan, ohne Scheiß. Aber ich war froh, wo ich heimgelaufen bin. Ich bin heulend zu meiner Mutter gelaufen, habe das Zeug ausgetrunken, ich habe es in die Ecke geschmissen, weil ich da drauf null Lust hatte. Ich habe das halt nur für meine Oma gemacht, weil, ja, natürlich, ne, ich bin das einzige Mädchen in der Familie gewesen oder bin das eigene Kind gewesen und war halt anscheinend ein Traummädchen, aber ich war es halt nicht. Es war genauso bei mir mit der Schultüte. Ich hatte im Kindergarten mussten wir eine Schultüte machen, zusammen mit unseren Eltern. Und ja, was kam bei mir raus? Eine pinkne Schultüte, groß mit Diddel obendrauf. Okay. War natürlich nicht sehr berauschend. Das glaub ich. Aber mein Onkel hat auch schon vorher gemerkt, dass ich halt immer mehr auf Feuerwehr stand. Also er hatte auch früher immer ein Lego-Set von Feuerwehr und sowas gehabt. Mit dem habe ich auch mehr gespielt. Und dann kam mir irgendwie so, was willst du denn für einen Schulranzen haben? Und ich so, irgendwas mit Feuerwehr. Und dann habe ich halt meinen Feuerwehrrucksack bekommen, nur das Problem. Und die Schultüte hat nicht gepasst. Okay. Also sprich an meinem Anfangstag, wo ich in die Schule gekommen bin, also das Schulfest, da musste ich auch, weil meine Oma wollte unbedingt ein Kleid anziehen, aber meine Mutter hat mich Gott sei Dank rumbekommen oder meine Oma rumbekommen, dass wir ein Hemd anziehen dürfen und eine Hose. Also war schon wunschlos glücklich, weil kein Kleid, ich wollte das gar nicht. Das hat man auch mir angemerkt. Und ja, auf jeden Fall war dann halt das Einzige, was mich gestört hat, diese hässliche Schultüte. Ich habe in der Schule wirklich ohne Scheiß einfach die Schultüte ausgekippt und Hans in die Ecke geschmissen. Okay. Ich wollte die. Ja, dann stelle ich dir die nächste Frage. Wie bist du auf deinen Namen gekommen? Also auf meinen Namen bin ich, also das war ganz kurios. Ich hatte sehr lange mit meinem Namen zu hadern. Ja. Also ich wollte ja immer früher halt ableiten von meinem alten Namen, ne, Mario Christian. Und ich habe dann so gedacht so, oh nee, es erinnert zu viel an meinen alten Namen. Mhm. Sodass ich dann mir gedacht habe so, nee, ich suche mal was anderes. Und dann bin ich auf Finn gekommen. Nur ich fand Finn so ein bisschen langweilig in dem Sinne, habe halt mir noch einen zweiten Namen gesucht. Weil ich hatte halt vorher auch zwei Namen. Da habe ich mir gedacht so, dann gucken wir mal. Und dann bin ich halt online auf die Suche gegangen, was halt passend tut. Und da bin ich dann auf Jasper Finn gekommen und fand den Namen halt auch passend dazu. Und der hat mir auch halt gefallen. Also ich muss sagen, auch in meiner engeren Auswahl war auch noch Marlon. Aber ich habe mich dann für den Doppelnamen entschieden. Okay. Naja, ist ja trotzdem ein schöner Name, ne? Ja, sagen sehr viele. Also ist klar, ist amerikanischer Name, aber ich sage mal so, ich finde ihn halt schön, ne? Also mir passt er auch, es passt auch zu mir. Weil ich finde halt so andere Namen wie Liam oder Jane ist jetzt so immer so, oh nee, das ist immer so das Gleiche, ne? Also
war vorher auch immer als Kind so mein Traum, oh, Liam oder Jade, ne? Weil es halt einfacher war, aber ich habe mir dann so gedacht, so, nee, ich will dann schon was Spezielles haben, was so eigen ist, in dem Sinne, was nicht jeder hat, in dem Sinne. Ne? Mhm. Weil es gibt ja halt verschiedene Schreibweisen von dem Namen. Ja. Ja, also ich sag mal, deinen Namen habe ich jetzt tatsächlich noch nicht so oft gehört, ne? Ja. Das ist hingegen schon, wie jetzt bei mir, mit Jay Luca, der sieht schon anders aus. Also das heißt, der gefühlt jeder Zweite. Aber ich sag mal, das muss einem ja selber gefallen. Deswegen hast du schon alles richtig gemacht, ne? Gut, was tust du, wenn jemand zu dir sie sagt? Tue ich eigentlich direkt auf Korinthenkacker spielen. Also ich tue den direkt verbessern. Ich hasse das wie die Pest. Also ich habe das hier auch in der Wohngruppe, wir haben hier ein Weibchen und jemand mich halt jedes Mal ne, zu siezen oder ne, Weibchennamen und sowas zu geben und dann sage ich mal, stopp, ich bin der Kerl und kein Weib. Ja. Also es ist halt dann manchmal schwierig. Also ich muss sagen, wir haben ja, wir sind eigentlich volle Bude mit Jungs, also Kerlen eigentlich hier und halt ein Weibchen, aber die ist halt so manchmal so ein Fall für sich. Also ich finde auch, also ich muss sagen, ich verbessere auch. Also ich muss sagen, es ist, was mir auch mal passiert ist, es war ein kleines Kind und er hat zu seiner Mutter geschaut, so, ist das denn jetzt ein Junge oder ein Mädchen? Und da war ich so halt am Anfang und ich so zu dem Jungen runtergegangen, so, ich bin ein Junge und er so, ach so, und hat gegrinst und hat sich mit der Mama versteckt. Also so Situationen habe ich auch, deswegen will ich ja auch unbedingt was mit Kindern machen, wo ich mich halt auch schon riesig freue. Ja klar, wieso nicht? Ja, weil Kinder haben halt auch, finde ich, ein bisschen das bessere Verständnis als mancher Mensch heutzutage. Weil es gibt ja immer noch viel Diskriminierung und sowas, was ich halt sehr schade finde eigentlich. Da hast du recht, das stimmt. Bei Kindern ist das immer ein bisschen anders, ne? Ja, die verstehen das zwar nicht meistens direkt, aber wenn du denen das sagst, dann sind die eigentlich easy und dann sind die schon geklettert. Klar, weil die ihre Antwort bekommen haben. Weißt du, die diskutieren dann nicht rum und sagen, ja, wieso, weshalb, warum? Die sagen okay. Genau, die sagen einfach die okay und sind dann glücklich in dem Sinne. Das stimmt. Okay, ja. Seit wann bist du auf Testo und welches Präparat nimmst du? Also ich bin jetzt seit Testo 23.05.2019, also jetzt fast 2,5 Jahre schon. Mhm. Und ich habe einen Monat Gel bekommen, also sprich im Mai habe ich angefangen, bis Juni musste ich gelen, obwohl ich eigentlich direkt auf die große Spritze wechseln wollte, also auf die Nebido. Ja. Und dann habe ich im Juni 2019 meine Nebido bekommen. Okay. 1000 Milligramm. Ja. Es klappt auch alles ganz gut, ja. Also ich habe gar keine Probleme, gar nichts. Also klar, am Ende des Intervalls merkt man es halt schon, ne, dass so langsam das Intervall rumgeht. Da bin ich jetzt halt auch mal noch gespannt, wie es jetzt halt ne, nach der Hysto ist, weil ich merke es ja jetzt schon, es wird eng. Nur ich lasse es mir lieber nachher spritzen in dem Sinne, weil dann kann es halt ordentlich knallen. Ne? Was für ein Intervall hast du? Also wie ist dein Also jetzt habe ich noch 6 Wochen Intervall. Okay. Also so alle 3 Monate circa. Das kann sich jetzt halt noch ändern. Das muss man jetzt mal noch gucken. Ja. Okay. Gut. Was hat sich vom Denken her bei dir verändert, seit du auf Testo bist? Also mein Denken hat sich, was heißt, es hat sich schon verbessert in dem Sinne mit dem Selbstbewusstsein. Also ich konnte halt so langsam halt für mich ankommen. Und halt ehrlich gesagt, ich habe auch, wo ich meinen Testo-G abgeholt habe, die erste Packung, ich war dieser Apothekerin angefangen zu flennen. Selbst bei meiner besten Freundin, ich so, ich habe das Ding und habe angefangen zu heulen, weil ich halt endlich glücklich sein konnte. Weil ich hatte ja schon 2017 meine Therapie angefangen und ich war auch kurz davor, schon Testo zu bekommen. Nur es ging halt nicht, weil ich in der Prüfungszeit war und da war es dann halt schwierig, das noch einzubauen mit den Arztterminen und sowas. Ja, klar. So habe ich dann freilich nicht verzichtet und habe dann halt noch mal 2 Jahre gewartet. Okay. Klar, man bereut es einerseits halt, ne, aber andererseits, man ist jetzt endlich mal angekommen in dem Sinne zum Teil und hat halt endlich mal Testosteron. Das ist halt schon viel aufnimmt. Aber wie ist es bei dir, ich sag mal, mit dem Denken, ne? Findest du, dass du jetzt eher, ich sag mal, in Anführungsstrichen männlich denkst? Würde ich jetzt nicht sagen, also zum Teil mal weiblich, mal männlich, also ich lass mich jetzt da nicht so beeinflussen von den Gedanken so rum. Okay. Also klar, im größten Teil halt männlich, ne, aber manchmal habe ich auch so weibliche Gedanken noch. Okay, also hat sich eigentlich bei dir gar nicht so viel verändert? Nö, gar nicht. Okay. Ich bin eigentlich immer noch der lebensfrohe Mensch von den Gedanken her wie vorher. Ja, das ist doch schön. Ja. Gibt es Augenblicke bei dir, in denen du zweifelst? Und wenn ja, warum?
Und wenn du wissen willst, was Jasper geantwortet hat auf diese Frage, dann bleib auf jeden Fall auf diesem Kanal dran, weil in den nächsten Tagen wird Teil 2 online kommen. Ich würde mich freuen, wenn du Teil 2 auch noch anschaust. Ansonsten würde ich sagen, sei mutig und bis zum nächsten Mal. Follow me. Just follow